Hallo, liebe Aufwach-Community. Aufwachen, dein Leben wartet, mit Leichtigkeit neue Wege beschreiten. Heute begrüße ich Sissi Wiesner aus Wien am Bildschirm. Hallo, Sissi. Hallo, liebe Ines. Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank dafür. Sissi, ich danke dir ganz doll von Herzen, dass du diesmal wieder dabei bist, weil das letzte Mal hast du uns ja von deinem Business erzählt, aber im letzten Ja, also die letzten Monate ist ja bei dir so viel passiert, dass ich das einfach spannend finde, was du für einen Weg eingeschlagen hast. Und dass ich das, deswegen habe ich dich wieder eingeladen, weil ich möchte einfach den Menschen Mut machen, die sich mit dem normalen Handwerk und mit ihrem Herzensbusiness auf den Weg machen wollen, wo sie vielleicht denken, man kann vielleicht damit gar nicht so seinen Lebensunterhalt bestreiten. Aber dass man das kann, da bist du so ein gutes Beispiel dafür. Und ich, ja, was hat sich denn bei dir in den letzten Monaten so verändert? Ja, also sehr, sehr gerne erzähle ich meine Veränderungen, meine Geschichte von den letzten Monaten. Ich darf ein bisschen zurückgehen. Ich war heuer im Jänner 3 Wochen auf Sri Lanka. Das ist meine Herzensheimat und habe da schon gespürt, irgendwas läuft unrund, irgendwas passt nicht so wirklich. Bin dann nach Wien zurückgekommen und habe mich nicht so wirklich wohlgefühlt in meinem Business. Also ich bin da schon Designerin und habe aber irgendwie gespürt, irgendwas läuft unrund. Bin dann über Umwege, die mich dann zu dir geführt haben und zu deinem wunderbaren Aufwachkongress bin ich zur Gabriela Nowak gekommen. Ich habe von ihr ein Interview gehört und sie hat mich sofort angesprochen und habe gewusst, das ist die Dame, mit der ich arbeiten möchte. Ich habe sie kontaktiert, habe bei ihr ein Coaching gebucht, das für mich so wertvoll und so weiterführend war. Und durch die Arbeit mit ihr gemeinsam habe ich erkannt, dass die Stoffe, die ich bis dato verwendet habe, wohl wunderschöne, qualitativ hochwertige Stoffe waren, aber eben nicht meine eigenen. Ich habe sie international zugekauft. Und ja, dann war ich in der Situation, ja, wie tue ich weiter? Wie kann ich mein Business weiter aufbauen und wirklich auf die Ebene bringen, dass es mir entspricht? Und ich darf auch dazu sagen, ich fotografiere leidenschaftlich gerne. Und hatte immer schon den Gedanken, ich möchte meine Fotos vermarkten, ich möchte mit den Fotos etwas machen. Und ich habe tausende Fotos, die ich auf Sri Lanka gemacht habe. Und so entstand die Idee, aus den Fotos eigene Stoffe zu kreieren. Das habe ich versucht. Die ersten Versuche waren sensationell. Also ich war so begeistert von der Magie, von der Kraft, die diese Stoffe für mich ausstrahlen. Und ich habe vor 2 Wochen meine erste eigene Stoffkollektion rausgebracht, eben entstanden mit den Fotos von Sri Lanka. Und das ist jetzt genau der Platz, wo ich hingehöre. Und ich bin so dankbar dafür. Ja, das klingt richtig spannend. Also das bedeutet jetzt, du fährst nach Sri Lanka, hast dort deine Motive und lässt dann von diesen Motiven, die du tatsächlich fotografierst, deine eigenen Stoffe kreieren. Also die Stoffe gibt es nur bei dir und nur, das wird Ja. nur für dich gedruckt. Genau, das ist korrekt. Also das ist einfach eine Exklusivität, wie sie einmaliger nicht sein kann, weil wie gesagt, die Stoffe wirklich von meinen Fotos kreiert werden. Ich habe eine Druckerei gefunden, die das umsetzt, mit der ich meine Ideen sozusagen in die Welt bringen kann. Und diese Stoffe sind nirgends erhältlich. Also die gibt es eben, wie gesagt, nur bei mir. Und daraus werden die Sissener Taschen genäht. Das mache ich auch selber in hundertprozentiger Handarbeit. Und in Kürze wird es mit diesen Motiven auch Notizbücher geben. Wow. Ja, ich weiß auch, dass du das so mit so viel Herzliebe machst, ja. Und dass wenn man so eine Tasche dann bei dir bestellt und erhält, das ist ja auch so ein, ja, so eine Freude ist, dieses Öffnen von dem Paket. Also das ist so, ja, das ist was ganz Besonderes, weil du lässt ja auch immer so, ja, so diese Kleinigkeiten, diese i-Tüpfelchen, diese Sahnehäubchen, die findet man überall bei dir und man spürt so die Herzliebe in dem, was du machst. Dass du das wirklich so, ja, jede Tasche ist ja ein Unikat, weil du nähst sie ja alle mit der Hand und ja, man kann sich bei dir dann aus deiner Kollektion die Stoffe raussuchen und du hast verschiedene Taschenmodelle. Ja, wie läuft das jetzt ab, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel meiner Freundin ein Geschenk machen, dann nehme ich jetzt mit dir Kontakt auf und wie machen wir uns dann gemeinsam auf die Stoffsuche oder an was machst du das dann fest? Also grundsätzlich funktioniert es das so, dass ich mit dem Kunden natürlich Kontakt aufnehme und sage, welche Voraussetzungen
Anweisungen sind gegeben, welchen Zweck soll die Tasche erfüllen? Soll es eine Einkaufstasche sein? Soll es eine Zipptasche sein, wo man Kleinigkeiten drin sammeln kann? Also zunächst einmal herauszufinden, welchen Zweck soll die Tasche erfüllen? Dann natürlich, wenn es ein Geschenk sein soll oder auch für die Kundin selbst, gibt es Lieblingsfarben, gibt es bestimmte Motive, die die Kundin sehr gerne mag. Dass wir wirklich das Passende sowohl an Stoff als auch an Modell finden. Dann habe ich einmal diese Grundthemen, dann wird die Tasche gefertigt. Und für mich ist es besonders wichtig oder maßgeblich, den Kunden sozusagen zu betreuen, auch über oder auch während des Entstehungsprozesses sozusagen. Und so habe ich mich entschieden, mit dem Kunden Kontakt zu halten, wie weit die Tasche fortgeschritten ist. Es wird dann Bilder geben, es wird Fotos geben, es wird auch kleine Texte geben, das eine oder andere Video, dass die Kundin immer weiß, ah, jetzt da wird meine Tasche zugeschnitten, jetzt ist meine Tasche fast fertig, jetzt wird meine Tasche verpackt, also dass immer so die Kundin am Laufenden gehalten wird. Und dann kommt noch dann die große Überraschung, wenn die Kundin das Paket erhält. Mir ist es ganz, ganz wichtig, dass einfach diese Freude, die ich wirklich in meine Taschen hineinlege, in meine Produkte, dass diese Freude sozusagen überspringen, wenn die Kundin dann das Paket bekommt und erhält. Es wird ein Zertifikat geben, es gibt laufende Nummerierungen, es gibt Limited Editions, wo dann die Kundin weiß, ich habe jetzt davon 50 Stück, habe ich jetzt das 23. zum Beispiel. Ja. Es wird eine wunderschöne Verpackung geben, dass einfach dieses Auspackerlebnis wirklich ein sehr, sehr schönes, ein angenehmes ist. Und das ist mir einfach wichtig, dass es nicht nur gedankenlos zugeschickt wird, dass einfach die Kundin wirklich sieht, da ist meine ganze Freude und mein Herz darin. Ich werde dann auch im Nachhinein, wenn das Paket dann verschickt wird, mit dem Kunden oder mit der Kundin nochmal Kontakt aufnehmen, ist alles zur besten Zufriedenheit, ist es so geworden, wie sich die Kundin das vorgestellt hat. Also nicht nur, okay, du hast bestellt, dann gib mir das Geld und ich schicke dir das, sondern darf auch dann weiter diese emotionale Betreuung sozusagen, darf dann auch weiter passieren. Das klingt richtig spannend. Weißt du, ich habe jetzt gerade so vor meinem inneren Auge gesehen, weil es gibt ja oftmals geht man irgendwie so einen Business-Termin und dann so ganz schlicht angezogen und ich weiß, dass seine Stoffe alle so farbenfroh sind. Ja, und wenn man da jetzt, sage ich mal, einen schwarzen Hosenanzug geht und dann so eine farbenfrohe Tasche bei sich hat, dann hat man schon erstens mal, es ist ein gutes Gefühl, was Schönes dabei zu haben, was wirklich für ein Unikat für mich jetzt ist, also für mich persönlich in dem Fall. Und ja, und wenn du jetzt sagst, du hast noch so Zipperl oder machst Notizbücher, dann kann ich ja auch dann passend alles aus der Tasche rausholen. Also, dass ich alles passend habe. Und das da ist dieses Sahnehäubchen, dieses i-Tüpfelchen, das findet sich überall wieder. Und das finde ich so toll, weil das ist für mich so ein Hingucker, weil die Stoffe, die sind ja wirklich, du postest die ja sehr viel in deiner Facebook-Gruppe. Wenn du jetzt neue Stoffe hast, das ist so ein richtiges, wie soll ich das sagen, so ein Erlebnis, also so ein kulinarisches Erlebnis für die Augen. Ich weiß gar nicht richtig, wie ich das jetzt ausdrücken soll, aber es macht halt total Freude, auch schon dir zu folgen und da merkt man auch, was wie deine Herzenergie drin hängt in den ganzen, ja. Also ist für mich immer Ja, die das kann ich Beeindruckung. absolut nur bestätigen. Das kann ich absolut nur bestätigen. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie gestalte ich die Stoffe, welche Fotos nehme ich, welche Farben. Ich meine, man kann heute mit Photoshop und weiß Gott mit diesen ganzen technischen Dingen ja alles Mögliche verändern. Aber ich kann wirklich, wirklich garantieren und fest versprechen an alle, die mich kennen, die wissen sowieso, aber auch an alle, die mich nicht kennen. Diese Fotos sind in keiner Weise bearbeitet, also dahingehend, dass irgendwelche Farben greller oder einfacher gemacht wurden. Das sind wirklich so die Motive, wie ich sie auf Sri Lanka festgehalten habe. Und das ist mir auch so wichtig, diese Herzensenergie und diese Magie und diese Kraft, die ich auf Sri Lanka eben empfinde und die mir immer wieder begegnet, in all den Bildern, in all den Fotos, die ich gemacht habe, die wirklich eins zu eins umzusetzen. Ja. Und gerade, wir haben jetzt da Ende Oktober, Anfang November, es beginnt wieder die graue Zeit sozusagen. Da ist es einfach so wichtig, sich diese Farbimpulse zu holen. Und wenn man weiß, dass das Farben einfach die Seele beleben und dem Gefühlsleben auch gut tun und stimmungserhellend und aufhellend sind. Und deswegen habe ich mich ganz bewusst für diese grellen und farbexplosiven Motive entschieden, weil das genau der Kontrast oder diese Ergänzung sein soll zu diesem oft ein bisschen
eintönigen optischen Leben, das wir führen. Ich meine, man braucht sich jetzt nur die Winterkollektion anschauen von Winterjacken, Wintermänteln. Da gibt es ein Grau, da gibt es ein Braun, da gibt es ein Schwarz. Vielleicht einmal irgendwo mal ein bisschen eine Modefarbe, aber das war es auch schon. Und gerade das ist eben so meine Intention, diese bunten Momente einfach ins Leben zu bringen, vielleicht auch durchaus symbolisch natürlich gemeint, wenn es einem selber nicht so gut geht und man schaut dann auf diesen bunten Stoff, dass man einfach für einen Moment einen Freudeimpuls bekommt. Ja. Ja, sag mal, für das farbenfrohe Gespräch bin ich ja heute auch perfekt gekleidet, fällt mir das Wasser auf. Ja. Aber das ist genau das, also ja, wenn wir uns mit frohen Farben umgeben, dann geht es uns natürlich auch wirklich anders, besser, ja, das ist einfach spürbar und deswegen denke ich mir, das ist auch so, ja, gerade, ich habe es ja schon angesprochen, wenn man irgendwo hingeht, man kleidet sich dann meistens schlicht, ja, und dann kann so eine farbenfrohe Tasche wirklich diesen Tag unglaublich erhellen. Ja. Was auch die noch eine andere Symbolik dahinter liegt, ich möchte es einfach wirklich frei heraus sagen, wir kennen einander ja doch schon ein bisschen, Ines, und du weißt doch relativ viel von meinem Leben. Ich habe die letzten Jahre immer Jobs ausgeübt, die mir weniger Freude gemacht haben. Ich habe einen scheinbaren sicheren Job immer angenommen, um ein regelmäßiges, jetzt habe ich einen kleinen Frosch im Hals, einen regelmäßigen, regelmäßige Einkünfte habe und all diese Themen. Und ich wurde immer unglücklicher und immer kränker dabei. Die Seele hat mich immer geschubst und nach dem Motto, hey, mach dein eigenes Ding. Und ich habe mich nie drüber getraut. Und dann kam eben Sri Lanka. Ich habe vor 2 Jahren ein halbes Jahr auf Sri Lanka gelebt. Da habe ich diese ganze Freude, Magie, diese wunderschöne Lebensphilosophie auch der Singalesen kennengelernt. Und das hat mich so, so sehr verändert und mich auch ermutigt, nach und nach wirklich meine Herzensimpulse zu leben, mich drüber zu trauen, den Mut zu haben, zu sagen, ich gehe jetzt da meine Wege, auch wenn sie sehr unkonventionell waren und auch sehr viel Mut natürlich benötigt haben, Nein zu sagen, andere Wege einzuschlagen. Ich habe dann meinen Job gekündigt, bin eben in die Selbstständigkeit gegangen, um dieses bunte Design und diese Kraft und diese Magie der Stoffe soll auch dann die Symbolik für mich natürlich in erster Linie sein, aber auch für alle Menschen, die Freude mit meinen Produkten haben, dass es sehr wohl eine gute und richtige Entscheidung ist, sein Leben zu leben und dass dann dadurch so viel Wunder im eigenen Leben entstehen. Also den Mut zum Ja sagen zu den eigenen Herzensimpulsen, die man so oft dann verdrängt und beiseite legt, weil man glaubt, na, damit kann ich kein Geld verdienen und das kann ich nicht und das geht nicht. Ganz im Gegenteil. Also es sollen auch Mutmacherprodukte sein für jeden Einzelnen, der hier sein Leben verändern möchte. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich dich eingeladen habe, weil das ist so, wir kennen uns, also so lange kennen wir uns ja gar nicht, wir haben uns eigentlich auf Facebook dieses Jahr gefunden, aber wir haben uns jetzt weiter begleitet und ich habe dich einfach, weil deine Entwicklung, ich war darauf einfach neugierig, ich bin dir auch sehr auf Facebook gefolgt und habe den Kontakt haben wir untereinander nie abreißen lassen und ich finde das wirklich spannend, weil ja, ich muss auch so ehrlich sagen, also ich konnte mir am Anfang auch nicht vorstellen, kann man wirklich so von dem Passion-Business leben, ja? Und das, ich sage mal, du wirst dir jetzt keine Millionen anhäufen, aber oftmals ist es so, wie du schon gesagt hast, man macht irgendwas, um irgendwie um die Runden zu kommen und wird dabei immer kränker, ja? Und man merkt, dass man eigentlich nicht das tut, was man gern tun möchte. Und du hast dich ja auch nicht von heute auf morgen jetzt in irgendwas reingestürzt, du hast ja dann sogar also wie gerade die schönsten Jobs auch in Sri Lanka gemacht, um dort auch deine Erfahrung sammeln zu können. Und ja, dann hast du erstmal dieses Überleben gehabt, aber hast diesen Rhythmus von diesem Land oder von dieser Lebensfreude wieder gespürt und konntest die dann mit in deine Stoffe transportieren und mit nach Österreich in dem Fall transportieren. Und das finde ich eben so schön, dass du auch diesen Mut wirklich gehabt hast, weil für mich ist das wirklich Mut. Weil du hast in dem Moment jetzt keinen Hinterhalt, wo du sagen kannst, also gut, ich lasse mal noch die Tür halb offen und die Tür halb offen und gehe dann vielleicht da durch. Das hast du nicht. Du hast wirklich alle Türen zugemacht und bist auf dich allein gestellt gewesen und hast es trotzdem ja so wunderbar geschafft. Hast dir eine Bekleidung gesucht, wo du gesagt hast, ich denke, das ist genau das, was ich jetzt brauchen kann. Und zum Glück hat es sich dann auch so erwiesen. Denn manchmal hat man ja nicht so ein Glück, man denkt, man braucht die Bekleidung und es ist dann vielleicht doch nicht so. In deinem Fall war es wirklich so und das ist so wunderbar.
dass du da in deine Kraft kommen konntest, dass du genau das für dich finden konntest, was für dich ausschlaggebend ist. Ja, also ich kann wirklich sagen, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, meinen Weg zu gehen, und das ist wieder so diese berühmte, klare Entscheidung, die Intention setzen, in dem Augenblick, wo ich gesagt habe, so und jetzt mache ich das, hat sich wirklich eines zum anderen gefügt. Ich meine, ich beschäftige mich seit über 30 Jahren mit spirituellen Themen. Ich habe schon so viel gelernt und gelesen und gehört. Und wenn man das von den anderen mitbekommt, ja, man sich ja... Man nimmt es zur Kenntnis, aber man kann es oft nicht glauben. Da sagt man sich, einer, der hat Glück gehabt und bei dem hat es funktioniert, aber das funktioniert bei mir nicht. Aber wenn man dann selber die Erfahrung macht, dass es wirklich tatsächlich so ist, in dem Moment, wo man für sich selbst klar ist und genau weiß, was man möchte, wobei es nicht so ist, dass ich vom ersten Tage an genau die ganzen Steps wusste, die ich dann in weiterer Folge gesetzt habe. Ich habe einfach nur unter Anführungszeichen gesagt und gewusst, das mache ich, das will ich und das tue ich jetzt, weil ich über Jahre hindurch gemerkt habe, dass mich alles andere nicht zum Ziel führt. Ja? Wie gesagt, ich habe 2 Burnouts hinter mir. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich habe Medikamente nehmen müssen, ich war todunglücklich. Ich habe fast jedes Mal, wenn ich von meiner Arbeit, ich habe im Verkauf gearbeitet, ich bin jedes Mal, wenn ich von der Arbeit heimging, hatte ich Tränen in den Augen vor lauter Angst, am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehen zu müssen. Ich meine, das kann doch kein Leben sein. Und wie ich dann gesagt habe, Schluss aus, ich bin mir mehr wert. Ja? Es war nur, wie gesagt, diese klare Entscheidung. Von dem Tage an hat sich eins ins andere ergeben. Also es ist so magisch, aber wie gesagt, für sich selber muss man klar sein. Das ist das Einzige, was man wirklich selber machen muss als ersten Schritt. Und dann wird man geführt. Und wenn man dann noch das Vertrauen hat, diesen Impulsen nachzugehen, es war ja auch so witzig, wenn ich das so wiederholen darf. So bei deinem Kongress hast du mich immer eingeladen, da teilzunehmen. Das war gerade in einer Zeit, wo ich unglaublich viel um die Ohren hatte und wo ich einfach keine Zeit hatte. Und die ersten 1-2 Tage, ich kam nicht dazu, mir die Interviews anzuhören. Und am dritten Tag, ich glaube es am zweiten oder am dritten Tag, hatte ich so stark den Impuls, ich soll oder ich muss sozusagen hineinschauen und schauen, welche Interviews heute dran sind. Ja? Und ich hatte das den ganzen Tag im Kopf und wusste, die Interviews sind dann nur für 24 Stunden freigeschaltet. Und der ganze Tag war so intensiv und immer wieder die Stimme, hör rein, schau rein. Und ich habe dann am Abend mir bewusst ein paar Minuten Zeit genommen und habe dann reingeschaut. Und ich sah dann in 3-4 Interviews und da war unter anderem die Gabriela Novak dabei. Ich habe von der Dame noch nie zuvor gehört. Ich habe noch nie irgendwas von ihr gesehen. Und allein, wie ich ihr Bild gesehen habe, habe ich gewusst, und du bist genau die Frau oder die Person, die mir jetzt weiterhelfen kann. Ja, und so bin ich eben zur Gabriela gekommen und mit ihrer Arbeit und mit ihrem Coaching konnte ich so viele Schritte noch vormachen. Ich verstehe jetzt da mein Leben, warum diese Dinge so passieren haben müssen. Und da kann ich dir noch absolut zustimmen, liebe Ines. Es ist gut, wenn man sich Hilfe holt, wenn man sich Unterstützung holt. Wenn ich heute, keine Ahnung, Kopfschmerzen habe, nehme ich auch eine Tablette, wenn es ganz schlimm wird. Ja? Also man kann sich diese Unterstützung holen und das war so, so wertvoll, dass ich heute in meiner Ausrichtung so klar bin und diese Klarheit hat mich enorm weitergebracht. Ja, ich weiß, dass es ja auch nicht immer leicht war und vielleicht auch nicht immer leicht ist, aber der Weg ist das Ziel und was dich so auszeichnet, Du gehst deinen Weg, ja, und wenn da auch mal ein paar Steine liegen, dann gehst du drumherum oder steigst drüber, je nachdem. Aber du sagst nicht, du versuchst es, ja, du sagst, du gehst. Und dieses viele bleiben in diesen Versuchen stecken. Und mein Wort, Sprichwort ist jetzt immer, was viele aus meinem Umfeld schon gar nicht mehr hören können. Ich sage immer, versuchen hilft nicht. Wenn ich versucht hätte, schwanger zu werden, hätte ich heute kein Kind, ja. Und deswegen. Mhm. Diese Klarheit, die du dann auch wirklich gesagt hast, ich entscheide mich und ich gehe jetzt meinen Weg und ich gehe meinen Herzensweg. Du hast auch nie gewusst, wo geht's hin so richtig? Du wusstest, was du wolltest, aber wie der Weg sich rauskristallisiert, das war einfach nie abzusehen. Und ich sag mal, du sprühst ja so richtig vor Energie. Ja, da kommt ja immer wieder was Neues dazu. Also das mit den Notizbüchern, das habe ich heute auch zum ersten Mal gehört. Finde ich genial, weil irgend so ein kleines Buch hat man immer in der Handtasche drin. Ja? Und wenn das dann noch abgestimmt ist, dann macht das vielleicht noch viel mehr Freude, das vorzuholen.
Und dann tippen wir nicht bloß auf unseren Handys rum, sondern schreiben wirklich mal wieder was händisch auf. Also davon, von dieser Idee bin ich auch wieder begeistert. Und vielleicht kann man auch so ein Notizbuch mal auch den Geschäftspartner, also einen Mann hier schenken, ja. Ja. Und das ist halt so solche Sachen, wo ich sage, da kommt eins zu andere bei dir. Und ich weiß, dass du das so mit diesem Zertifikat und wie du das verpackst und wie viel Spaß das macht, dieses Paket zu öffnen. Und das ist das, was dir diese Exklusivität auch ausmacht und dass man es das auch wirklich mit jeder Faser bei dir spürt. Und das begeistert mich immer und immer und immer wieder. Oh, danke, danke. Ja, und ich kann auch nur dazu sagen, es ist mir jetzt in dem Sinn jetzt unter Anführungszeichen noch jetzt nichts geschenkt worden. Also ich darf tagtäglich mich neu ausrichten, ich darf tagtäglich an meinem Fokus bleiben. Und wie ich vor 2 Jahren nach Sri Lanka gegangen bin für ein halbes Jahr, ich habe in Wien meinen Job gekündigt, ich habe meine Wohnung wohlbehalten, da man dachte, nein, also die darf schon bleiben. Ich habe mein Auto verkauft. Ich meine, gut, ja, Auto kann man sich immer wieder kaufen. Aber allein mit damals war ich 52, mit 52 einen Job zu kündigen und das noch dazu in der heutigen Zeit, ist ja auch damals schon ein ziemlicher Schritt. Aber es war für mich wirklich keinen Moment der Überlegung, mache ich es oder mache ich es nicht, weil ich einfach gespürt habe, das muss ich jetzt machen. Das war ganz klar, diesen Weg zu gehen. Und da kann ich nur nochmals betonen, wenn man seinen Impulsen folgt und eben diese Klarheit wirklich lebt und vor allem das Vertrauen hat, ja, dann wird man wirklich, wirklich geführt, dann gibt eins das andere. Und wo ich heute bin, ich bin so glücklich, ich bin so zufrieden. Und allein das ist für mich Lebensqualität, die das, ja, hundertfach mir zurückgibt, die ganzen mutigen Schritte, die ich jetzt gesetzt habe. Wirklich. Und ich bin total dankbar und ich kann jedem nur empfehlen, das genauso zu machen. Und wie du richtig sagst, nicht versuchen, sondern machen. Wirklich machen mit der vollsten und tiefsten und ehrlichsten Absicht. Ja, das ist auch so, dein Traum ist es ja auch ein Atelier zu haben. Ja? Und das ist aber momentan ein Traum, der noch nie erfüllt ist. Kommt sicherlich noch. Aber ich finde es auch so, dass du uns hast so teilhaben lassen in deiner Facebook-Gruppe an dem Umbau deiner Wohnung. Und mit was für einer Liebe du das gemacht hast und wie du deine Räume umfunktioniert hast. Und trotzdem ist es noch Wohnung geblieben für dich. Und ja, also das so dein Stofflager, ich glaube, jedes Mal, wenn du die Tür zum Stofflager aufmachst, das ist ein Fest für dich, oder? Weil du Ja. wirklich so glücklich bist mit deinen neuen Stoffen, also weil das ja jetzt nun wirklich deine sind, deine Babys sozusagen. Ja, wie gesagt, nochmals, ja. Also ich habe das Glück, eine relativ große Wohnung zu haben. Und es ist tatsächlich so, dass mein Wohnzimmer zu gut zur Hälfte ein Nähatelier geworden ist. Ich habe hier eine Arbeitsfläche von 1,40 Meter mal 2,10 Meter. Ich brauche einfach den Platz, wo ich die Stoffe schön auslegen kann, wo ich sie zuschneiden kann. Ich habe dann noch einen eigenen Arbeitsraum, der für mich ja Büro-Arbeitsraum ist, wo ich habe zwei Nähmaschinen, wo die Nähmaschinen stehen, wo ich dann nähe. Ich habe eine relativ große Fensterfront direkt bei meinem großen Arbeitsplatz im Wohnzimmer, wo ich dann auch in die Freiheit sozusagen hinausschauen kann, wenn ich zuschneide, wenn ich arbeite. Und da merke ich auch, wie viele Ideen und wie viele neue Inspirationen für mein zukünftiges Tun kommen. Aber ich überstürze nichts. Ich mache einfach eins nach dem anderen, so wie auch die Impulse kommen. Und dann, ich weiß einfach, dass ich geführt werde, von welcher Energie und von welcher Magie auch immer, weiterzugehen. Ich gehe dem nach und mache, wie gesagt, eins nach dem anderen. Und ich habe so ein Vertrauen in die Führung. Welcher Quelle man das immer zuordnen mag, ist ja egal, welchen Namen man den gibt. Aber ich habe mich wirklich noch nie in meinem Leben so wohl und so sicher und so geführt und so angekommen gefühlt wie jetzt. Und das allein weiß ich bin am richtigen Weg. Und mit dieser Freude, jeden Tag aufzuwachen und in den Tag hineinzustarten, ist einfach wunderschön. Wirklich. Sisi, das nehme ich jetzt einfach so als Schlusswort, weil das war heute so nochmal diese Zusammenfassung von dem ganzen Gespräch. Ja, und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für die Aufwach-Community. Und ja, ich wünsche dir für deine Sisna-Marke alles erdenklich Gute. Freue mich immer über neuen Input von dir. Freue mich, dass du so vor Ideen sprudelst. Würde auch unterhalb deiner Internetseite verlinken, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich möchte auch so eine tolle Tasche haben oder ich möchte einfach mal Kontakt mit der Frau haben, wie sie ihren Weg gegangen ist, ja, dann
kann man dich ja gern auch sicherlich ansprechen und vielleicht können wir auch deine Facebook-Seite verlinken, da sieht man schon mal, was du für Stoffe auch so hast oder wie du arbeitest und so weiter. Da sind ja immer wieder mal Posts drauf, die dich dann auch in Action zeigen, sage ich jetzt mal. Ja, also sehr, sehr gerne. Ergänzend möchte ich abschließend noch dazu sagen, ich schreibe seit 3 Monaten noch einen Blog über Sri Lanka. Ich war 6-mal mittlerweile auf Sri Lanka und habe in der Zeit so viel erlebt und möchte einfach auch meine Erfahrungen weitergeben. Es ist jetzt bei Gott kein klassischer Reiseführer, da gibt es genug Literatur und genug Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, sondern wirklich das Sri Lanka, das ich erlebt habe, wie ich es empfunden habe, hinter den Kulissen. Und vielleicht, wenn da wer Lust hat, also da tiefer einzutauchen, von Herzen gerne, dann werde ich auch diesen Link hier gerne dazugeben, als auch diese Möglichkeit besteht. Ja, super. Siehst du, das ist mir jetzt abgegangen. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen mit dem Vlog. Wieder was Neues. Genau. Okay. Ja, Sissi, ich danke dir von ganzem Herzen, wünsche dir eine tolle Zeit und euch, liebe Aufwach-Community, danke ich auch und ich hoffe, das Gespräch hat euch jetzt Mut gegeben, einfach eure Ideen rauszutragen. Schreibt einfach, schreibt mir, schreibt der Sissi, was ihr für Ideen habt, wie ihr sie umsetzt. Wir sind echt darauf gespannt. Also, alles Liebe dir, liebe Sissi, liebe Aufwach-Community, alles, alles Gute und bis zum nächsten Interview. Tschüss. Ja, auch ich verabschiede mich von dir, liebe Ines, nochmals herzlichen Dank auch für dein großes Engagement, das du in diesen Kongress wieder hineinlegst. Und es ist so, so toll zu beobachten, wie du hier dann deine ganze Energie und auch deine Freude da verwendest. Und ich bewundere dich zutiefst auch für die ganze technische Abwicklung. Das ist überhaupt nicht mein Ding, aber so hat jeder seine Stärken und sein Können. Und das ist auch gut so. Und wie gesagt, auch von mir liebe Grüße an euch alle und wie gesagt, sehr gerne Kontakt aufnehmen, wenn wer Näheres wissen möchte. Und ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute für die Umsetzung eurer Wege und eurer Ideen. Alles Liebe. Dankeschön. Danke, liebe Sissi. Und ich sehe mich so als Brückenbauer zwischen den Menschen, dass wirklich wieder mehr Lebensfreude und Leichtigkeit kommt. Und dafür bin ich dankbar, dass ich den Mut gefunden habe, die Kongresse zu veranstalten. Alles Liebe. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss.